Die Spannungen zwischen Schweden und der Türkei wegen der Provokationen eines schwedischen Anti-Islam-Aktivisten spitzen sich weiter zu. In Istanbul kam es Samstagabend zu heftigen Protesten vor dem schwedischen Konsulat. Demonstranten zündeten schwedische Flaggen an und machten ihrer Wut über die Ereignisse in Stockholm Luft. Dort hatte der aus Dänemark stammende Rechtsextremist Rasmus Paludan am Nachmittag vor der türkischen Botschaft wie angekündigt einen Koran verbrannt. Dabei gab er anti-islamische und einwandererfeindliche Parolen von sich. Auf türkischer Seite ist man zutiefst entsetzt, dass die schwedischen Behörden diese so wörtlich widerwärtige Demonstration überhaupt zugelassen haben. Aus Protest sagte Ankara den für nächsten Freitag geplanten Besuch des schwedischen Verteidigungsministers ab. Am Samstag kam es zudem zu pro-kurdischen und pro-türkischen Demonstrationen in Stockholm. Schweden möchte erreichen, dass die Türkei den NATO-Beitritt des Landes nicht länger blockiert. Die Türkei wirft Schweden unter anderem die Unterstützung von Terrororganisationen vor und fordert die Auslieferung bestimmter Personen, die Ankara als Terroristen betrachtet. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky und seine Frau haben am Samstag an einer Trauerfeier für die Opfer des jüngsten Hubschrauberabsturzes nahe Kiew teilgenommen. 9 Menschen befanden sich an Bord des Helikopters, darunter Innenminister Denis Monastirski. Insgesamt waren bei dem Unglück 14 Menschen getötet worden, darunter ein kleines Kind. Der Hubschrauber war neben einem Kindergarten abgestürzt. Die allergrößte Sorge der Ukraine an diesem Samstag ist nach wie vor die fehlende Einigung der westlichen Partner, Panzer im Kampf gegen Russland zur Verfügung zu stellen. Kiew forderte von seinen Verbündeten schnelleres und entschlosseneres Handeln. Auch die ukrainischen Truppen nahe der umkämpften Stadt Bachmut äußerten die Hoffnung, schnellstmöglich mit modernen Panzern aus dem Westen versorgt zu werden. Es sei gut für die Kampfmoral, sagt dieser Kommandant. Mit Leopard- und Challenger-Panzern werde man unaufhaltsam ins Gefecht stürmen. Derweil meldete das russische Militärkommando am Samstag Geländegewinne im Süden der Ukraine. Der Winter ist zurück in Polen. 300.000 Menschen sind wegen starker Schneefälle ohne Strom. Reparaturteams haben wegen der schlechten Straßenverhältnisse Schwierigkeiten, die Schäden an Stromleitungen zu reparieren. Problematisch ist es, besonders im südlichen Polen. Es kam auch zu Zugverspätungen. Die Feuerwehr musste zu mehr als 2000 Einsätzen ausrücken. Südlich der Alpen stiegen die Temperaturen wiederum ungewöhnlich hoch. In Serbien, Bosnien, Montenegro und im Kosovo kam es durch starke Regenfälle wegen ungewöhnlich warmem Wetters zu Überschwemmungen. Viele kleine Flüsse und Bäche traten über die Ufer, umliegende Gebiete wurden überschwemmt. Viele Menschen mussten ihre Häuser verlassen, mehrere Gemeinden haben den Notstand ausgerufen. Auch im Osten Albaniens waren ländliche Gemeinden von der Außenwelt abgeschnitten, nachdem schwere Schneefälle die Straßen zu einigen abgelegenen Dörfern unpassierbar gemacht hatten. Der britische Premier Rishi Sunak ist nach einer Autofahrt ohne Gurt zu einer Geldstrafe verdonnert worden. Stein des Anstoßes ist ein Social-Media-Clip auf dem Instagram-Kanal von Sunak, in dem der Premier unangeschnallt auf der Rückbank eines fahrenden Autos zu sehen ist. Er geriet deswegen ins Feuer der Kritik. Ein Verstoß gegen die Anschnallpflicht kann in Großbritannien mit einer Geldbuße von bis zu 500 Pfund, umgerechnet etwa 570 Euro, geahndet werden. Sunak gestand den Fehler ein und werde die Strafe zahlen, hieß es seitens eines Regierungssprechers. 15 Punkte Abzug und plötzlich rutscht Juventus Turin vom 3. auf den 10. Platz in der Serie A. Diese heftige Strafe hat das italienische Verbandsgericht wegen Bilanzfälschung verhängt. Andere Clubs kamen glimpflich davon. Eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, gegen die der Fußballrekordmeister vor dem obersten Sportgericht vorgehen will. Die Fans glauben an eine Verschwörung. Sie haben Juventus genau so viele Punkte abgezogen, dass sie sich nicht für die Champions League und nicht einmal für die Europa League qualifizieren können. Natürlich könnte Juve die Coppa Italia gewinnen und durfte dann von rechts wegen in der Europa League mitspielen. Aber dann würde die UEFA immer noch einen Trick finden, um Juve davon abzuhalten. Es wäre nur fair, auch die anderen Vereine einzubeziehen. Es ist ungerecht, dass nur Juventus büßen muss, wohl wissend, dass Juventus als Aktiengesellschaft seinen Anteilshabern gegenüber andere Verpflichtungen hat. Andere Turiner Fußballfans sind gar nicht entsetzt über die Klatsche. Ich freue mich darüber. Warum? Ich bin Anhänger von FC Turin.